Oslav, bitte! Wir müssen diesen Ort verlassen! Isra, ich bin hier, um euch zu helfen! Ihr müsst diesen Ort verlassen! Das scheint jemand wie wir gegen diese Kontrolle ankämpfen zu können. Ihr müsst auf mich hören! Den Isra, ich bin hier, um euch zu helfen! Freya! Ihr müsst diesen Ort verlassen! Ihr dort, was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Naja, jemand hat versucht, mich umzubringen, aber das ist nicht so, wie man angeben sollte. Gegenfrage, wer bist du? Ich bin Freya von den Skaal. Ich bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen. Sie wovor retten? Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Solstheim übernommen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen. Und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Mein Vater Storm, unser Schamane, sagt, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Dieser Mirak hat versucht, mich umbringen zu lassen. Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Der Baumstein. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Ja. Was wisst du über Mirak? Seine Geschichte ist so alt wie Solstheim selbst. Vor ihrem Sturz diente er den Drachen, so wie die meisten. Ein Priester ihres Ordens. Aber anders als die meisten wandte er sich gegen sie. Er suchte sich seinen eigenen Weg. Und musste. Oh. Ey, ich unterhalte mich gerade! Unhöflich! Mitten in einem Dialog einfach anzugreifen! Ist das jetzt nur allerdings in oder was? Sind hier noch mehr? Du gehst ja jetzt nicht rein, Freya. Seine Geschichte ist so alt wie ja. Vor ihrem Sturz. Aber anders als die meisten wandte er sich gegen sie. Er suchte sich seinen eigenen Weg und musste für seine Taten teuer bezahlen. In den Geschichten heißt es, er hätte selbst Anspruch auf Solstheim erhoben und die Drachen hätten ihn deswegen vernichtet. Erzählt mir von eurem Volk, den Skaal. Wir leben schon seit vielen Generationen auf Solstheim. Unser Volk ist mit dem Land selbst verbunden. Wir versuchen, dem Altschöpfer zu dienen, im Gleichgewicht mit der Natur zu leben, statt sie auszubeuten, wie andere es tun. Merkwürdige Prüfungen zu machen. Was ist der Baumstein? Das ist ein alter Stein der Macht. Eine Verbindung zum Altschöpfer. Er steht für einen Aspekt der Natur. Einen Teil der Schöpfung des Altschöpfers. Um Solstheim herum gibt es andere Steine. Ich mag mir nicht vorstellen, was mit ihnen geschehen ist. Seid ihr allein hier? Ein paar von uns kann der Fluch nichts anhaben. Mein Vater Storm, der Schamane, beschützt sie im Dorf. Ich habe ein Amulett geschaffen, das mich vor dem beschützt, was von den Skaal Besitz ergriffen hat. Ich habe jedoch nur dieses eine. Ich kann sie nicht retten. Unser Volk ist verloren. Verloren. Wie unhöflich. Also, diese Kultisten haben echt, ne? Keine Manieren. Seid ihr jetzt bereit, mir zu helfen? Wir sollten nicht trödeln. Ja, das Böse Entschuldigung. Muss ausgemacht werden. Wir sollten die Räume nach Vorräten durchsuchen, bevor wir weiter in den Tempel vordringen. Na, ja, dann mach das mal. Dann mach das mal. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Die Ritter der Tafelrunde. Wenn ich jetzt noch hier... Obwohl, ja, es gibt ja hier einen See. Gibt es da drin auch eine Dame? Ja, so fühle ich mich auch gerade. Nur, dass ich noch nicht verbrannt bin. Zu einer Leiche verkohlt. Aber so fühle ich mich auch gerade. Lasst euch Zeit. Ich folge euch, wenn ihr fertig seid.
Was soll ich tun? Du bist so weit weg, Freya. Ich höre dich nicht. Kannst du nicht einfach weitergehen? Oder dich hinsetzen und abchillen? Ich kann das auch gerne hier alleine machen, wenn ich mein erstes Abenteuer, was ich bestreite. Abenteuer, Abenteuer. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Ahnung, was hier vor sich geht. Böse Dinge gehen vor sich. Findet sie! Wer ist da? Jetzt gehört ihr mir. Ich gehöre keinem! Hysterie. Nicht mit mir. Nordpfeil. Die sind auch neu, ne? Stimmt. Ja. Sind neu. Wir müssen hier in diesen Ruinen aufpassen. Überall können Fallen sein und es sind sicher nicht wenige. You don't say. Irak hat versucht, hier die Macht zu ergreifen und sich gleichzeitig zu schützen. Ach, solange keine gigantischen Spinnen von der Decke runterrieseln, ist mir das sowas von egal. Ja. Und schicken, was ist mit den kleinen Biestern, die wir getroffen haben? Oh, bitte auf keinen Druck fallen laufen, Mr. Begleitung. Der Käfige. Checken, hier gibt's doch keine. Wieso guckst du an die Decke? Macht der Gewohnheit. Macht der Gewohnheit. Ich möchte mir nicht vorstellen, was hier passiert sein mag. Wer waren die armen Seelen, die in diesen Käfigen gefangen gehalten wurden? Keine Ahnung. Mussten sie durch Mirak erleiden? Geschah es im Dienst der Drachen oder für seine eigenen Zwecke? Wir können ihn ja fragen, wenn wir ihn finden. Schaut mal da hoch. Ich glaube, ich sehe etwas. Hoch? Oder meinst du runter und hast nur hoch gesagt? Die Treppe ist zerstört. Aber irgendwo muss es einen Weg nach oben geben. Wer weiß, ob dort nicht etwas Wertvolles zu finden ist. Ich sehe mich mal um. Wenn ihr bereit seid, können wir weitergehen. Ja, wenn ich bereit bin. Bist du richtig hier, Backseat-Gamerin? Ey, guck mal, Chicken, da oben ist was. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich darf das nicht selber erkunden. Ich merk schon. Ich merk schon, ja. Ja, das da oben sieht wie so ein Drohnen aus. Trauge Todesfürst. Du hast ja kein Fußroder. Wer ist da? Wir könnten runter. Ist da jemand? Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ach, die kommen von unten. Wo sollen sie sonst herkommen? Verdammte Kultisten! Ja, du wirst nicht fallen. Doch, du wirst fallen. Auf die Phrase. Die sind alle gemein zu mir. Chicken, merk dir endlich, wo deine Schnelltasten sind. Nein. Okay, auf. Auf, auf, auf. Auf, auf, auf. Keine Falle. Ich bin vorsichtig bei Teppichen. Habt ihr etwas gehört? Ja, vielleicht. Ihn wird jetzt niemand mehr hören. Sind hier noch welche, die gerne meine heiligen Pfeile spüren? Nee, ich trage die Vulkanglaspfeile. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen laut, wenn ich die anderen Pfeile schussbereit machen würde.
Woher seid ihr gekommen? Das war's dann wohl. Echt mal. Und die brennen so schön wegen Aurels Bogen. Woher seid ihr gekommen? Los, schlag die ab! Schlag auf ihn ein! Mobbingkreis! Oh, wann hatte ich das letzte Mal einen Mobbingkreis? Mit so einem Drauge-Todesfürstenvieh. Das war, ne? Für die Akademie. Ne? Ne, nicht Saatal. Da war im Labyrinthion oder wie auch immer das andere Dungeon-Ding hieß. Aha, Aurels Bogen. Nicht fallen lassen mit R, sondern T. 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 T, T, T. Obwohl, ich habe mir auch noch Knallen mitgenommen. Die mal verbrauchen. Immer schön aufgeladen bleiben, Leute. Tot oder? Check, du kannst es so ganz einfach rausfinden. Jetzt ist er aufgewacht. Nee. Oh, Serana. Ich dachte gerade, du wärst ein Kultist. Ich wollte schon meinen Bogen spannen. Er hätte ja sein können, ne? Heilung, Stärke. Feuersalz. Salz. Hast du noch irgendwas Schönes für mich dabei? Ja, mein Vulkanglaspfeil. Ich weiß nicht wieso, aber das riecht nach Falle. Und ich weiß nicht wieso, aber einer von den beiden wird drei auf reinfallen. Schnell vorbei hüpfen. Oh. Woher seid ihr gekommen? Danke, Freya. Da schwebt ein Schwert in der Luft. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das gehört so sich nicht. Es tut mir leid, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Dass du mir die Falle ins Gesicht gerammt hast, oder was? Ist aber nicht nett. 188 Pfeile nur noch. Das ist nicht nett. Welchen Weg gehen wir denn jetzt? Das sind so viele Wege. Ich hätte mehr Pfeile einpacken sollen. Naja, ich könnte ja jederzeit wieder nach Hause neue Pfeile holen auf Screen. War's möglich? Außer ich stecke irgendwo in irgendwelchen Dungeons. Und jetzt natürlich schlecht. Hey, guck mal, noch eine Druckplatte. Da möchte doch bestimmt wieder jemand rüberlaufen gleich. Von meinen verehrten Begleitungen. Stahlpfeile. Da gehe ich nicht runter. Es wäre dumm, es zu versuchen. Ihr habt viel bessere Chancen als ich, diese Fallen zu überwinden. Ich zweifle nicht, dass dieser Hebel die Klingen deaktiviert. Ich warte erst einmal hier. Hä?
Wieso kriechen wir nicht einfach auf den Boden entlang? Weil wir uns nicht hinlegen können, Chicken.